Mein Name ist Rico Fehr. Ich arbeite hier in Zürich als Partner in der Assurance. Wir haben 3 Kinder zu Hause, die will ich eigentlich auch aufwachsen sehen. So arbeite ich oft zuerst am Morgen von zu Hause, habe dann mit den Kindern Frühstück und wenn diese in die Schule gehen, dann gehe ich dann auch zur Arbeit. Die Flexibilisierung hängt sehr stark von der Service-Line ab. Bei uns in Assurance haben wir die bekannte Busy Season. Die läuft etwa von Mitte November bis gut Ende März. Da wird es mit Flexibilität ehrlich gesagt ein wenig schwieriger. Selbstverständlich kann man sich auch im Team organisieren, dass man mal für den einen Kollegen auch entsprechend abdecken kann. Andererseits ist dann natürlich der Sommer schön, wenn die Sonne scheint, der Strand ruft, dass man da Überzeiten kompensieren kann. Flexibilität wird sehr oft als Familienthema gesehen, kommt wahrscheinlich auch daher, weil es die Familienleute vermehrt einverlangen. Was für uns wichtig ist, dass sich nicht nur die Leute mit Familie die Flexibilität nehmen, dass auch andere Arbeitnehmer, die persönliche Bedürfnisse haben, sich die Zeit nehmen. Aber eben wichtig scheint mir, man muss sich auch die Zeit und die Flexibilität nehmen wollen. Und da ist natürlich die Familie schon ein starker Antrieb. Auch wir haben Deadlines, wir haben aber nicht jeden Tag Deadlines. Und innerhalb der Bandbreiten, die wir offerieren, auch unterstützt durch die Technik, haben wir ein enormes Maß an Flexibilität. Als Beispiel, man muss nicht immer im Büro sein, um einen Auftrag abzuarbeiten. Man kann das auch von zu Hause machen. Man kann es zum Beispiel auch morgens um 7 oder abends um 10 Uhr machen, wenn man halt um 6 Uhr einen Termin hat. Es kommt im Alltag immer wieder vor, dass Leute persönliche Bedürfnisse abdecken wollen, sei es, weil die Großmutter krank ist, sei es, weil sie ein langes Wochenende verbringen wollen. Und da ist es wichtig, dass gemeinsam eine Lösung erarbeitet wird, dass der Kundenauftrag erfüllt ist, aber auch die Bedürfnisse des Mitarbeiters berücksichtigt sind. Für Kollegen, die von der Flexibilität Gebrauch machen wollen, habe ich eigentlich nur einen Tipp. Wir von EY bieten es an, also verlangt es auch ein.